Long Wang, Drachenkönig des Westens, ich rufe dich. Long Wang, Mächtiger des blauen Himmels, ich flehe zu dir. Long Wang, erhebe dich aus dem Dunkel der Sagen und Legenden und nimm wieder Gestalt an, wie einst in den alten Tagen. Long Wang, dein Leib sei der einer mächtigen Schlange, den du mit den Schuppen des Karpfens panzerst. Dein Kopf sei der des kraftvollen Wasserbüffels, verziert mit den Bärten der Ehre. Deine Beine und Füße seien die Klauen des Adlers und dein Rücken bewehre ein roter Schuppenkamm. Dein Haupt kröne das edle Geweih eines Hirsches. Dein Kiefer sei der eines Wolfes und deine Zähne die eines Löwen. Dein Haar und dein Bart seien lang wie das Haar und der Bart eines Weisen. Long Wang, nimm wieder menschliche Gestalt an, auf dass du mit mir verkehren kannst. Long Wang, ich will dir 9 Söhne schenken und jeder von ihnen wird verschieden sein. Long Wang, schenke mir deine Drachenperlen, auf dass ich sie schlucke, um dir an Gestalt und Wesen gleich zu werden. Long Wang, ich bin weit von meiner Heimat und ich habe meine Klauen verloren. Meine Klauen, die ich brauche, um mich an meinen Feinden zu rächen und die Schmach zu sühnen, die sie mir angetan haben. Du tust recht daran, den großen Drachen anzurufen, meine Tochter. Vater? Du hast erkannt, dass je weiter weg die Drachen von ihrem Land reisen, sie desto mehr Klauen verlieren. Soll ich mich etwa geschlagen geben? Soll ich auf ewig auf diesen Rollstuhl angewiesen sein? Sollen wir mit Schande bedeckt nach China heimkehren? Nein. Ich sage dir, nein. Dann werde ich lieber mein Schwert ergreifen und diesen nutzlosen, schwachen Körper zerstören, auf dass meine Seele in die Weiten des blauen Himmels eingeht. Du bist verbittert, meine Tochter. Die Verzweiflung spricht aus dir. Du würdest deinem alten Vater einen großen Schmerz bereiten, wenn du deiner irdischen Existenz ein Ende bereiten, wenn du das Tor zum weiten Himmel aufstoßen und hindurchgehen wolltest. Aber bedenke, die Geister deiner Bezwinger würden doch nicht auf dich warten und dir dienen, denn sie wären noch im Diesseits ungebrochen, unbezwungen, unbesiegt. Aber was soll ich stattdessen tun, Vater? Erinnere dich an das Märchen von Yen, das ich dir erzählte, als du noch ein Kind warst. Der böse Drache Yen, der hoch oben auf den Bergen wohnte und die meiste Zeit des Jahres schlief? Er hatte ja auch viel zu verdauen. Immerhin fraß er auf seinem Beutezug alles, was ihm vor die Klauen kam. Insbesondere Kinder. Das stimmt. Immer am letzten Tag des Mondjahres suchte er die Stadt am Fuß des Gebirges heim, denn kein Mensch konnte ihn besiegen. Er war einfach zu stark und zu mächtig. Viele hatten es versucht und waren gescheitert. In dieser einen Nacht des Jahres verbreitete er überall Angst und Schrecken. Also flohen die Einwohner immer am Neujahrstag in die Berge, wo sie sich versteckten, um hernach wiederzukehren, wenn Yen wieder abgezogen war. Einmal aber, als die Menschen sich gerade wieder auf ihre Flucht vorbereiteten, kam ein Fremder in die Stadt. Er verlangte Kost und Logis, doch niemand kümmerte sich um ihn. Einzig und allein eine alte Frau nahm ihn auf und wahrte so die Gastfreundschaft. Aus Dankbarkeit eröffnete er ihr das Geheimnis, wie der Drache besiegt werden konnte. Als Nian an diesem Abend wieder in die Stadt kam, waren alle Häuser dunkel und nur das der alten Frau nicht. Er näherte sich seiner Beute. Das Wasser lief ihm schon im Mund zusammen. Da erschollen plötzlich um ihn herum ohrenbetäubende Geräusche, die von explodierenden Feuerwerkskörpern herrührten. Die Detonationen wurden von vielfältigen Farben begleitet und illuminierten das Haus der alten Frau, das
wie der Drache nur mit Schrecken erkannte, ganz in rotes Papier gehüllt war. Panisch ergriffen die Hände die Flucht, denn Lärm und die Farbe rot ängstigten ihn sehr. Seitdem feiern wir das Neujahrsfest, indem wir Häuser, Türen und Fenster mit roter Farbe bemalen, rote Lampions aufhängen und die ganze Nacht mit Trommeln und anderen Instrumenten Lärm machen und ein Feuerwerk zünden. Was wollt ihr mir sagen, edler Vater? Nun, geliebte Tochter, Longwan Holmes ist wie dieses rote Papier, welches das Haus der alten Frau einhüllte. Das, was er und sein Hengwan Watson taten, gleicht dem Lärm der Feuerwerkskörper in der Neujahrsnacht. Willst du auch aus Angst vor dieser Farbe und dem Lärm die Flucht ergreifen? Willst du dich wie in ihnen verkriechen und dich nie wieder hervortrauen? Bist du die Tochter eines Drachen oder bist du ein Nichts, dessen Essenz sich in der Weite des blauen Himmels auflösen wird, ohne eine Erinnerung, eine Wirkung hinterlassen zu haben? Nein, ihr habt recht, geliebter Vater. Ich bin und werde immer eure Tochter sein. Die Tochter des Long Wang. Ich werde das Gesetz ehren. Ich werde Shifu Holmes endgültig vernichten. Das schwöre ich bei der Schärfe meines Schwertes. Puzzlecat Entertainment präsentiert Die Drachenbrut des Dr. Wang. Ein ganz spezielles Sherlock Holmes Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John H. Watson. Sherlock Holmes erhob sich kopfschüttelnd, legte seine Pfeife weg und warf mit einer herrischen Geste die Tageszeitung auf den Tisch. Ich sah überrascht von meiner Lektüre einem medizinischen Fachjournal auf und musterte ihn argwöhnisch. Was empört Sie denn so, alter Freund? Er begab sich zum Fenster und sah hinaus. Ach, seit diese unsäglichen Automobile auf unseren Straßen fahren und die guten alten Pferdefuhrwerke langsam aber sicher verdrängen, ist die Times mit diesen ständigen Unfallmeldungen geradezu vollgestopft. Unfallmeldungen, Holmes? Ja, Unfallmeldungen. Ist Ihnen das denn noch nicht aufgefallen? Er drehte sich wieder herum, kam zurück, ergriff die Zeitung, schlug sie hastig auf und hielt sie mir hin. Hier, lesen Sie selbst. Ich kam der Aufforderung nach und las die Schlagzeile. Prostituierte in Soho von Automobil überfahren. Ja, blättern Sie weiter, Watson. Na los! Ich hatte gerade anfangen wollen, den dazugehörigen Artikel zu lesen. Wiederum tat ich, was er verlangte und fand eine Glosse mit der Überschrift Gewinnbringende technische Entwicklung oder Tötungsmaschine? Nun ja, alter Freund, das ist eben der Preis des technischen Fortschritts. Der Preis des Fortschritts? Bester Watson, das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Allerdings. Warum auch nicht? Für diese durchaus bedauernswerte junge Bordsteinschwalbe, die sowieso kein leichtes, erstrebenswertes Leben mehr hatte, war es unter Umständen sogar das Beste. Watson, also, manchmal sind Sie mir direkt unheimlich, wenn Sie solche hässlichen und für mein Dafürhalten völlig inakzeptablen Dinge von sich geben. Da kann einem ja regelrecht übel werden. Ach was, Holmes. In meinem Beruf muss man eine Menge solcher unangenehmen Dinge ertragen. Da sollte man sich ein dickes Fell zulegen. Sonst geht man daran zugrunde.
Na, wie Sie meinen. Allerdings drängt sich mir hier der Eindruck auf, dass es bald schon lebensgefährlich sein wird, sich einer Straße auf weniger als 300 Yards zu nähern. Auch auf die Gefahr hin, wieder zynisch zu wirken. Das sind eben die Tücken der modernen Zeit. Yin und Yang, wenn Sie so wollen. Nichts kommt von ungefähr. So, das meinen Sie also mit Preis des Fortschritts. Vielleicht wird uns diese Killermaschine ja trotz ihrer daoistischen Sichtweise doch noch alle umbringen. Sein Gesicht verzog sich zu einem gequälten Lächeln, das sich kurz darauf in einem befreienden Lachen entlud. Ach ja, aber ich befürchte, wir werden uns dieses technischen Fortschritts, wie Sie es nennen, nicht erwehren können. Wollen wir das denn, Holmes? Ich darf Sie daran erinnern, welches Interesse gerade Sie diesen Motordroschken, diesen Automobilen entgegengebracht haben und immer noch entgegenbringen. Ja, diese atemberaubende Geschwindigkeit, mit der man von einem Ort zum nächsten reisen kann, ohne zwischendurch immer wieder das Gespann zu wechseln. Es ist in der Tat faszinierend. Das hatten Sie ja auch mit diesem Dr. Wang gemeinsam, nicht wahr? Ich gab mir nicht die geringste Mühe, meinen Sarkasmus, mit dem ich diese Äußerung begleitet hatte, zu unterdrücken. Denn im Zusammenhang mit der Erfindung des Automobils drängte sich mir dieser Name geradezu auf. Wang? Ja, ein verdammt übler Bursche. Ja, aber Mr. Watson, er hatte eindeutig die Zeichen der Zeit erkannt. Ja, in der Tat. Wenn ich an diese alte Geschichte denke, dann muss ich gestehen, dass wir es in ihm mit einem unglaublich gerissenen Gegner zu tun hatten, der in vielem seiner Zeit voraus war. Ein Visionär gewissermaßen, wenngleich er auch auf der falschen Seite des Gesetzes stand. Ein Visionär, Holmes? Oh ja. Zum einen, was den technischen Fortschritt anging. Ich darf daran erinnern, dass er bereits damals sein Automobil benutzte. Und zum anderen, was die Entwicklung und Nutzung neuer, perfider, krimineller Praktiken betraf. Was wohl aus ihm geworden ist? Seit unserem letzten Aufeinandertreffen ist er nicht mehr in Erscheinung getreten. Ja. Seit der Sache mit meinem angeblichen Zwillingsbruder ist er wie vom Erdboden verschluckt. Als habe er sich in Luft aufgelöst. Ich gehe davon aus, dass wir ihn ordentlich eingeschüchtert und ihm vor allem durch die Ausschaltung seiner Tochter, dieser chinesischen Profikillerin, seine Grenzen aufgezeigt haben. Ich zuckte zusammen. Die Erinnerung an diese Frau war mir unangenehm. Ihr Wort in Gottes Ohr, alter Freund. Und diese Killerin habe ich ja damals... Ach, vergeuden wir keine wertvollen Gedanken mehr an diesen vergangenen Fall, auch wenn mir diese kurze Revision doch wieder in Erinnerung gerufen hat, was ich eigentlich mit Ihnen besprechen wollte. Na, da bin ich aber gespannt. Na, schießen Sie los, Holmes. Er setzte sich wieder, legte die Fingerspitzen aneinander und schürzte die Lippen. Dieser Wang fuhr doch damals dieses teuflische Automobil. Ich erinnere mich. Er lächelte mehrdeutig. Ich bin immer noch sehr an so einem Gefährt interessiert. Vor allem, da es uns und unserer Arbeit nur Vorteile bringt. Wir könnten unsere kriminologische Tätigkeit damit enorm beschleunigen, verstehen Sie? Ich erwog diese Aussage. Ich verstehe. Sie meinen also, wir wären beispielsweise wesentlich schneller an einem Tatort und könnten entflohenen Verbrechern aktiver und unabhängiger nachspüren? Genau. Eine verlockende Idee. In der Tat. Daher denke ich darüber nach, mir ein solches Automobil anzuschaffen. Daher wehte also der Wind. Ich schmunzelte. Aber ich fand keinen Grund, ihm sein Vorhaben auszureden. Wir können uns gerne einmal danach erkundigen. Schön. Dann sollten wir uns auf den Weg machen und die Verkaufsräume einer Firma aufsuchen, die solche Automobile vertreibt. Waren wir damals nicht in einer Niederlassung von Daimler an der Ecke Oxford Street? Das ist zutreffend. Nur hieß die Firma Daimler, nicht Daimler. Richtig, richtig. Man hatte den Namen nachträglich geändert, weil ich fahre einen Daimler besser klingt als ich fahre einen Daimler. Ob es diesen Laden wohl noch gibt? Das weiß ich leider nicht, Holmes. Zumindest existiert mittlerweile auf der Pall Mall eine Daimler-Automobilniederlassung. Was Sie nicht sagen.
Woher wissen Sie das denn nun schon wieder? Die Times, Mr. Watson. Im Anzeigeteil befindet sich in der heutigen Ausgabe eine entsprechende Werbemitteilung. Ich erhob mich und klatschte in die Hände. Dann nichts wie hin, Holmes. Es dürfte Sie ein wenig ablenken und vielleicht finden wir dort ja sogar etwas Passendes. Es würde auf Mycroft jedenfalls einen enormen Eindruck machen. So ein Automobil ist nämlich schon lange meine Leidenschaft. Das habe ich durchaus bemerkt, alter Freund. Einzig und allein muss ich Sie als Mediziner auf die durchaus nicht unerheblichen gesundheitlichen Risiken hinweisen. In dem Journal, was ich gerade lese, wird wiederholt von Wahnsinnsanfällen während der Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit. Das sind immerhin etwa 30 Meilen die Stunde, berichtet. Ach was, Watson, das ist alles nur Gerede. In einigen Jahren wird man das Doppelte oder Dreifache fahren können. Dann können wir noch einmal über diesen Aspekt reden. Vorher nicht. Sie prognostizieren also ein Volk von Autoverrückten. Holmes' Miene verklärte sich auf eigenartige Weise. Sie werden es erleben, Watson. Ganz bestimmt sogar. Das werden Sie. Noch in der gleichen Stunde brachen wir mit einer Droschke zur Pall Mall auf, einer der großen Geschäftsstraßen Londons. Wir betraten das Gebäude der Firma Daimler. Ich weiß nicht, was wir erwartet hatten. Vielleicht einen Deutschen oder einen Landsmann mit Deutschkenntnissen, der entsprechend in der Lage war, das notwendige Wissen über diese hochtechnisierten Wunderwerke an uns weiterzugeben. Sie in Gang zu setzen und vorführen zu können. Nicht aber einen kleinen, drahtigen Chinesen in einem perfekt sitzenden Tweedanzug. Er begrüßte uns in der äußerst opulent ausgestatteten Eingangshalle. Herzlich willkommen, meine Herren. Mein Name ist Wu. Treten Sie näher und riskieren Sie einen Blick. Dies sind, wenn ich das so sagen darf, keine heiligen Relikte. Es sind nur Automobile. Wunderwerke deutscher Ingenieurskunst. Neuartige Fortbewegungsmittel modernster Bauart. Seine Worte quollen in fast perfektem Englisch aus seinem Mund und hatten einen Hauch von Oxford-Akzent. Während er sprach, führte er uns in die Ausstellung. Holmes war sichtlich überwältigt von dem Anblick, der sich uns bot. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Doch, das muss ich konstatieren. Ja, unglaublich, diese Vielfalt an Motordroschken. wunderbaren Automobilen. Diese Gefährte wirken, als seien sie der Fantasie eines Schriftstellers entsprungen. Als entstammten sie einer gänzlich anderen Welt. Aber ich spürte plötzlich, wie Holmes mir sanft auf den Fuß stieg und verstummte augenblicklich. Aber es hat den Anschein... Nein, es riecht danach, als ob es schon einmal in Gebrauch gewesen ist. Der Chinese lächelte sanft. Seine Augen leuchteten auf. Ein Kenner... Ein Automobilenthusiast, wie ich vermute? So weit würde ich nicht gehen. Automobilist reicht völlig aus. Schön. In der Tat handelt es sich hier um ein bereits gebrauchtes Exemplar, welches einem Landsmann von mir gehörte. Wir sahen uns an, Ungutes ahnend. Dieser Wagen wurde auf... Doch Holmes beugte sich rasch vor und starrte mich mit aufgerissenen Augen an. Auf welchen Strecken gefahren? Immer auf gut ausgebauten Straßen rund um London und natürlich in London selbst. Der Besitzer war ein reicher chinesischer Kaufmann, der leider vor einiger Zeit verstarb. Seine Tochter hat diesen Wagen dann in Zahlung gegeben, um ein neueres Modell zu erwerben. Wir sahen uns betroffen an. Unsere Ahnung hatte uns nicht getrogen. Wir vermuteten nicht nur, nein, wir wussten nun beide, wessen Automobil das hier gewesen war. Wir schwiegen einen Augenblick, benötigten Zeit, uns zu sammeln und unsere Überraschung so gut es ging zu verbergen. Dies war die erste Spur des ominösen Dr. Wang, auf die wir seit geraumer Zeit gestoßen waren.
Dann hatte sich der Erzschurke also doch nicht, wie vermutet, nach China abgesetzt und seine Tochter Lu Fei war dem Tod durch die Kugel, die ich ihr mit meiner alten Webley verpasst hatte, wohl entgangen. Ich erschauerte, als ich an die Ereignisse auf dem alten Fabrikgelände dachte, bei denen Holmes sich das Bein gebrochen hatte, als er diesem Automobil, das hier vor uns stand, ausweichen musste. Es war um nichts Geringeres als unser Leben gegangen. Das Geschehen restlos aufzuklären, geschweige denn den Verbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, hatten wir bis auf den heutigen Tag noch nicht vermocht. Auch die rätselhaften Ereignisse um Holmes' Zwillingsbruder, die damit in Verbindung zu stehen schienen, waren bisher ungeklärt geblieben. Ich konnte mich kaum im Zaum halten. So, so. Dann hat diese Diese tolle Motordroschke, pardon, dieses wunderbare Automobil, also dergestalt den Weg zu Ihnen gefunden? Genau so war es, Sir. Nun, ich bin durchaus interessiert, denn ein gebrauchtes Gefährt wird sicher günstiger zu haben sein als ein völlig neuwertiges Automobil. Ich denke, wir werden Ihnen da entsprechend im Preis entgegenkommen können. Zunächst interessieren mich die technischen Daten, also Zulassung und Meilenstand. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, ich werde Ihnen die Fahrzeugpapiere aus dem Sekretariat holen. Gut, tun Sie das. Ja. Der Verkäufer verneigte sich und verschwand im hinteren Bereich der Ausstellungshalle. Holmes und ich gingen nun sondierend und alles bis ins Kleinste inspizierend um den Wagen herum. Wir konnten in dieser Umgebung nicht offen miteinander sprechen, da wir befürchten mussten, gehört zu werden. Also heuchelten wir größtmögliches Kaufinteresse. Wu kehrte kurz darauf mit den Papieren zurück. Er schien keinen Verdacht geschöpft zu haben, denn er wedelte freundlich mit der Zulassung in der Hand. Da wären die Papiere auch schon. Holmes riss sie ihm förmlich aus der Hand. Geben Sie schon her. Vorsicht, mein Herr, nicht so stürmisch. Der Chinese lächelte. Er schien immer noch der Ansicht zu sein, es mit einem hoffnungslosen Automobilliebhaber zu tun zu haben, der es kaum erwarten konnte, Näheres zu erfahren. Holmes spielte seine Rolle perfekt. Entschuldigen Sie. Dieses technische Meisterwerk begeistert mich in einer Art und Weise, dass ich unglaublich gespannt auf das Datenblatt bin. Vor allem, was die Motorleistung betrifft. Der Chinese lächelte verständnisvoll. Natürlich, das ist doch kein Problem. Enthusiasmus schätzen wir sehr. Der Wagen gefällt Ihnen also? Wollen Sie ihn erwerben? Da schaltete ich mich wieder in das Gespräch ein. Mittlerweile hatte ich mich wieder völlig unter Kontrolle. Ja, wir sind ernsthaft interessiert, wenn ich das so sagen darf. Wir debattieren allerdings noch darüber, ob dieses Blutrot der passende Farbton für ein solch wunderbares Gefährt ist. Und darüber hinaus hat die Karosserie schon ein wenig Rost angesetzt. Hier. Na, sehen Sie. Hier. Meine kritischen Ausführungen dienten lediglich dem einen Zweck, den Verkäufer abzulenken, um Holmes genügend Zeit zu verschaffen, die Papiere genau studieren zu können. Wir hatten dererlei Situationen schon hunderte Male erlebt, waren also ein eingespieltes Team. Ich hatte seine Absicht auch sofort erkannt und mich entsprechend verhalten. Sein geniales Gehirn erfasste, verarbeitete und speicherte in Sekundenbruchteilen die vorliegenden Daten. Er prägte sich natürlich auch die Adresse des Vorbesitzers ein, die uns doch, sofern es sich nicht um eine Scheinadresse handelte, direkt zu Wang und seiner Tochter führen musste. Dass der Kriminalgigant verstorben war, hielt ich, und wohl auch er, für eine Finte, um die Spuren seiner Machenschaften in London zu verwischen. Diese Roststellen und der Farbton, also ich weiß nicht so recht. Mr. Wu hatte mir geduldig zugehört. Holmes nahm den Faden dankbar auf, woran ich auch erkannte, dass er seine Nachforschungen beendet hatte. Ja, in der Tat, alter Freund. Ich denke, ich überlege es mir noch einmal. Vielleicht wäre es doch besser, das neueste Modell zu nehmen, denn dann kann ich auch die Farbe selbst wählen. Ist es nicht so? Der Verkäufer verzog keine Miene, obwohl ihn diese Änderung des anfänglich so begeisterten Interesses doch sehr verwundern musste. Er nickte. Natürlich. Auch das ist selbstverständlich kein Problem. Dann müssten Sie allerdings aber auch den vollen Preis für einen Neuwagen bezahlen. Rabatte sind leider in diesem Fall nicht mehr möglich. Das versteht sich von selbst, Mr. Wu.
Wie wäre es, wenn Sie mir einfach Ihre Karte geben und ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen, damit wir über den Kauf verhandeln können? Selbstverständlich, Mr. Wu sah meinen Freund fragend an, während er seine Karte aus dem Jackett zog und dem Meisterdetektiv überreichte. Auf dessen Gesicht breitete sich das gefährliche Haifischlächeln aus, welches ich so gut kannte und was mir anzeigte, dass er alles erfahren hatte, was er erfahren wollte. Holmes ist der Name, Mr. Wu. Sherlock Holmes. Und dies ist Dr. Watson. Wu verbeugte sich tief, wie es in Asien üblich ist. Er ließ nicht erkennen, ob ihm die Namen etwas sagten. Wir bedankten uns und verließen mit zügigen Schritten das Verkaufsgebäude. Wir verließen die Niederlassung, hielten eine Droschke an und stiegen, nachdem Holmes dem Kutscher als Ziel die Baker Street 221b genannt hatte, ein. Als das Gespann anfuhr, konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich sagte es ja bereits. Nichts kommt von ungefähr, Holmes. Sie wollen sich ein Automobil anschaffen und stoßen dabei, ohne es zu wissen und zu wollen, auf das Gefährt, mit dem Dr. Wang sie beinahe überfahren hat. Und der Verkäufer ist auch noch ein Chinese. Yin und Yang, glauben Sie mir, nichts passiert zufällig. Mein lieber Watson, wie Sie wissen, bin ich weder Anhänger einer religiösen Glaubensrichtung noch einer sonst wie geachteten Ideologie. Auch nicht einer asiatischen Weltanschauung. Ja? Also glauben Sie ernsthaft an einen Zufall? Das habe ich nicht gesagt. Und in diesem Fall wären das eine Menge Zufälle. Finden Sie nicht auch? Eben, das ist es ja. Ich versichere Ihnen, dass alles im Leben so gefügt wird, dass es passt. Für mich sind das alles Zeichen. Weisungen von ganz weit oben, wenn Sie so wollen. Zeichen dafür, dass eine höhere Macht im Spiel ist, Mr. Watson. Ist das etwa Ihre wissenschaftliche Meinung als Mediziner? Glauben Sie mir, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ja, das habe ich in meiner Tätigkeit als praktizierender Arzt immer wieder erfahren. Yin und Yang sind gegensätzliche Kräfte, die sich im Endeffekt gegenseitig benötigen und sich daher immer wieder anziehen. Strom fließt auch nur, wo eine gegensätzliche Polarität, Plus und Minus, vorherrscht. Ein interessanter Ansatz, in der Tat. Aber von fernöstlicher Philosophie und ihrer Anwendung auf dieser Sache hier bin ich tatsächlich noch weit entfernt. Für mich war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf Wang treffen würden. Ebenso war ich mir sicher, dass ich ihn eines Tages überführen werde. Aber wenn Sie es unbedingt so sehen wollen, dann sind Wang und ich in der Tat mit dem Yin und Yang vergleichbar. Wir sind absolute Gegensätze. Und die ziehen sich, wie ich bereits sagte, an, alter Freund. Wenn Wang das Minus ist und wir das Plus, fügt sich alles zu einem Ganzen zusammen, wenn wir ihn überführen und festsetzen können. Das Ganze, Mr. Watson, ist mehr als die Summe seiner Teile. Aristoteles hat das schon vor Hunderten von Jahren erkannt. Wenn wir Wang jagen und ihm das Handwerk legen können, sorgen wir für ausgleichende Gerechtigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Das Gute siegt. Das Böse wird zur Rechenschaft gezogen. So einfach ist es. Ja, das Gute wird einem oft erst durch das Böse bewusst. Beides bedingt sich gegenseitig. Ohne das eine zu kennen, könnten wir nicht unterscheiden. Sie sagen es, Mr. Watson. Sie sagen es.
Fasst frischen Mut. So lang ist keine Nacht, dass endlich nicht der helle Morgen lacht. Macbeth? Vierter Aufzug, dritte Szene. Malcolm. Ist Ihnen im Übrigen die schillernde farbige Stelle an Wus Hals aufgefallen? Sein Kragen hat sie wohl zum Teil verdeckt, aber es sah aus wie... Wie der Kopf eines chinesischen Drachens. In China nennt man es Lung oder Lung. Es handelt sich um den Herrscher des Wassers, der weder gut noch böse ist und dort eher als Vorfahre und Freund des Menschen gilt. Exakt, Watson. Ihre Kenntnisse in diesem Bereich sind wirklich bemerkenswert. Symbolisiert dieses Tattoo nicht auch das Auftauchen einer bedeutenden Person? Gewiss. Auch das deutet auf Dr. Wang hin, wenn Sie mich fragen. Ich denke, dass Wang das gleiche Tattoo trägt. Es ist zwar bisher nur eine Theorie, aber seine Tochter trug es definitiv. Ach, wenn ich daran denke, dass er sie mit diesem roten Automobil, vor dem wir eben noch standen, damals fast umgebracht hat, so ist das einfach nur unglaublich. Ich halte es für einen Glücksfall, wie es ihn nur selten gibt. Damals hat er mir bei seiner Flucht damit das Bein gebrochen. Nun wird es ihm, sinnbildlich gesprochen, das Genick brechen. Das garantiere ich Ihnen auch, auch wenn er mir körperlich weit überlegen ist. Wir werden ihn aufspüren, Holmes, ganz gewiss. Wir werden sein Drachennest ausheben und ihn und seine ganze Drachenbrut ausmerzen. Wir werden der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Sagen Sie, haben Sie in den Papieren seine Drachenhöhle, wenn ich das einmal so metaphorisch formulieren darf, gefunden? In der Tat, ja, das habe ich. Die Adresse des Vorbesitzers, von dem ich ausgehe, dass es sich um Wangs Anschrift handelt, weist uns nach Greenwich, in die Nähe des Charlton Way an der Ecke Wanbrough Park. Also das ist doch... Das sieht diesem Doktor der praktischen Philosophie mal wieder ähnlich, sich in der Nähe des Nullmeridians niederzulassen. Elementar, Mr. Watson. Elementar. 1884 wurde tatsächlich während der internationalen Meridiankonferenz der Greenwich Meridian in die Meridianebene der Londoner Sternwarte Greenwich gelegt. Damit wurde London gewissermaßen zum Mittelpunkt, zum Zentrum des Weltenrunds. Ja, ja. Und Wang baut es jetzt wohl zum globalen Zentrum für sein internationales Netzwerk aus. Eine schier unglaubliche kriminelle Energie. Er ist ein Genie, Watson. Ein logistischer Logiker, von dem ein enormes Gefahrenpotenzial ausgeht. Er hat mir Rache geschworen. Erinnern Sie sich? Allerdings. Könnte es nicht sein, dass er in diesem Fall hier ganz bewusst... einen Köder für uns ausgelegt hat? Dass er uns eine Falle stellen will? Korrekt, Watson. Wenn es eine Falle wäre, ein perfides Netz, das er für uns ausgelegt hat, dann wäre das eine großartige Herausforderung für mich. Vorsicht, alter Freund. Wir dürfen ihn kein zweites Mal so dermaßen unterschätzen. Er ist äußerst raffiniert, von einer genialen Schleue, ein dicker Fisch, der... Ein dicker Fisch? Er ist ein Killerhai. Mein bisher schwerster Gegner, im wahrsten Sinne des Wortes, bei fast 2 Meter Körpergröße und einem geschätzten Gewicht von gut 400 Pfund. Wir müssen unser Netz wesentlich enger ziehen als beim letzten Mal. Er darf uns nicht mehr entkommen. Er darf es einfach nicht. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Watson, denn dieses Mal stellt wahrscheinlich er uns eine Falle und nicht wir ihm, wie beim letzten Mal. Wir haben dieses Mal nicht die Kontrolle. Wir können nur reagieren, nicht agieren, was die schlechtere Ausgangsposition ist. Wir müssen eben auf jedes noch so kleine Detail achten, wenn wir ihn zur Strecke bringen wollen. Also, frisch ans Werk. Am besten überprüfen wir gleich einmal die ermittelte Adresse. Halten Sie das für klug, Holmes? Haben wir nicht eben noch seine Gerissenheit erwogen? Keine Sorge, Watson. Dieses Mal werden wir der Geduld und dem kühlen Verstand den Vorzug geben. Observation und Ermittlung muss an erster Stelle stehen. Wir werden dort nur vorbeifahren und das Haus von der Kutsche aus in Augenschein nehmen. Eben. Beim letzten Mal waren wir zu nachlässig. Dieses Mal werden wir ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Holmes nickte, klopfte mit seinem Gehstock gegen die Decke der Kutsche und bat den Kutscher sodann, die Richtung zu ändern.
Die Droschke brachte uns zu der angegebenen Adresse in Greenwich. Holmes hatte den Kutscher instruiert, sehr langsam, jedoch so unauffällig wie möglich an dem Gebäude vorbeizufahren und es, wenn möglich, einmal zu umrunden. Danach sollte er wieder das ursprüngliche Ziel, die Baker Street 221b, ansteuern. Wir mussten extrem auf der Hut sein. Mit diesem Gegner war nicht zu spaßen. Darüber hinaus wussten wir nicht, welches Spiel er mit uns spielen wollte. Ein Kampf auf Leben und Tod schien unvermeidlich, denn Wang würde nicht eher ruhen, als bis er seine Rache erhalten hatte. Immerhin war seine Tochter Lu Fei in dem alten Fabrikgelände schwer verletzt worden. Ein wenig erinnerte mich das alles an Professor Moriarty, der seinerzeit ein ähnlich gefährlicher Gegner gewesen war. Jetzt sind wir gleich da, Watson. Bitte beteiligen Sie sich an der Beobachtung, denn vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Das ist zutreffend, alter Freund. Nur sollte es nicht zu auffällig sein. Das versteht sich von selbst. Wir werden langsamer. Also sind wir da. Der Meisterdetektiv schob vorsichtig den Fenstervorhang ein Stück zur Seite. Ich tat es ihm gleich. Der Kutscher macht seine Sache ausgezeichnet. Ja, was so ein extra Sovereign alles bewirken kann. Ja, das ist... Eine hohe Grundstücksmauer umgibt das gesamte Gebäude, Holmes. Das ist ärgerlich. Diese dichte Hecke tut ihr Übriges. Außer einem hellen Schein hindurch leuchtet es nichts zu erkennen. Da spitzte ich die Ohren und legte sofort meinen Finger warnend an die Lippen. Hören Sie, da ist Musik, wenn auch sehr leise, aber sie klingt fremd und sonderbar. Er hielt inne und lauschte angestrengt. Chinesische oder zumindest asiatische Klänge. Wir sind also richtig. Dies zu erkennen war eine außerordentliche Leistung, denn immerhin musste er die extrem leisen Klänge über das Getrappel der Pferdehufe unserer Droschke hinweg wahrnehmen und einordnen. Wir umrundeten das Gebäude einmal. So kommen wir nicht weiter, Holmes. Was mag dieser Dr. Wang nur im Schilde führen? Er lächelte eigenartig. Bleiben Sie ruhig, alter Freund. Ich befürchte, dass das schon Teil des Spiels ist, was ihr mit uns zu spielen gedenkt. Da könnten Sie allerdings recht haben, Holmes. Ich darf ihm nicht auf den Leim gehen, Watson. Ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren, die bewussten Ablenkungen eliminieren und geduldig abwarten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja, es ist ganz wie beim Whist, alter Freund. Am Ende wird der gewinnen, der die besseren Nerven hat. Es schien wie so oft, dass Holmes mir gar nicht zugehört hatte und wieder einmal eines seiner berühmten Selbstgespräche führte. In der Ruhe liegt die Kraft. Denn bei den wenigen Indizien, über die wir im Moment verfügen, ist es relativ schwer, jetzt schon einen entsprechenden Lösungsansatz zu finden. Ich beugte mich vor und legte ihm die Hand auf den Unterarm. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden schon zu Ihrer alten Form zurückfinden. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Dann zog ich die Hand wieder zurück und sah ihn aufmunternd an. Ja, fassen wir doch einmal zusammen. Was haben wir? Er dachte nach. Auf seiner Stirn bildete sich die berühmte steile Falte. Da wäre das Automobil, von dem wir glauben, dass es ehedem im Besitz von Dr. Wang war und das bei unserem letzten Zusammentreffen mit diesem Gegner eine wesentliche Rolle gespielt hat. Korrekt. Und weiter? So, dann konnten wir bereits diese Adresse hier ermitteln und es steht aufgrund der wenigen Beobachtungen zu vermuten, dass hier zumindest asiatische Menschen ihren Wohnsitz haben. Das deduzieren Sie aufgrund der fremdartigen Musik? Ja. Darüber hinaus möchten die Bewohner jedweden Einblick in ihr Privates vermeiden und die Öffentlichkeit quasi aussperren. Zugegebenermaßen ist aber auch das bisher nur eine Hypothese. Na, das ist doch für den Anfang schon eine ganze Menge. Denken Sie nicht auch? Elementar. Und was noch viel wichtiger ist... Er drehte mir den Kopf direkt zu und musterte mich mit einem düsteren Blick. Wir kennen unseren Gegner, Watson.
Geliebter Vater, es ist soweit. Die Fische umkreisen bereits den Köder und werden sich in der vorbereiteten Falle fangen. Ein zweites Mal werde ich nicht versagen. Ihr Blut wird die Schmach tilgen, mit der sie mich bedeckten. Und mit den Rädern dieses Rollstuhls werde ich ihre Kadaver zermalmen. Geliebte Tochter, du, die Sonne meines Lebens, wurdest durch diese beiden kleinen Drachen verdunkelt, wirst aber schon bald wieder strahlen. Du, der leuchtende Diamant an meiner Seite, wurdest zum Gespött der Schwertmeister gemacht. Du, die wunderbare, unbesiegte Kämpferin, wurdest durch eine ihrer Kugeln zum unselbstständigen Krüppel. Dafür werden sie brennen, bei lebendigem Leibe brennen. Für diese widerwärtige, ehrlose Tat werden sie... Vater, geliebter, gütiger Vater, quält euch nicht. Sie sind es nicht wert. Verzeiht einer Unwürdigen ihr Versagen. Ich bin schuld an allem. Meine Überheblichkeit ließ mich glauben, ich sei ihnen überlegen. Doch das war ich nicht. Doch, das warst du, mein liebes Kind. Du bist frei von Schuld. Es war mein Fehler zu glauben, ich könnte sie besiegen. Dein Einsatz aber war ehrenhaft und verdient den größten Respekt. Ich war es, dessen Hochmut die Stadt ihrer zu Fall brachte. Meine Arroganz war ihr Einfallstor, um uns zu besiegen. Wie sagt man hier in England? Hochmut kommt vor dem Fall. Leider bist du es, die dafür büßen musste, und nicht ich. Hätten nur mich die Kugeln dieses Watson durchbohrt. Noch im Todeskampf hätte ich ihn und diesen verfluchten Chief Holmes zerquetscht. Mein Vater, auch euch trifft keine Schuld. Vergebt mir. Schon bald werden dieser kleine Drache und sein Kranich bereuen, dass der Schoß ihrer Mutter sie einst ausgespien hat. Ich werde ihnen das Leben so zur Hölle machen, dass sie am Ende darum betteln werden, sterben zu dürfen. Diese unwürdigen, räudigen Schakale. Ja, büßen sollen sie, büßen. Oh, mein liebes Töchterlein, dein genialer Plan ist wunderbar. Du bist meine Sonne, der Stern meiner alten Tage. Luffy, ich danke dir. Geliebter Vater, ich danke euch für euer erneutes, großzügiges Vertrauen. Noch einmal werde ich euch gewiss nicht enttäuschen. Nein, das wirst du nicht. Aber wir müssen auf der Hut sein. Denn unterschätzen dürfen wir diesen kleinen Drachen und seinen Kranich. Auf keinen Fall. Nur zusammen können wir sie schlagen und Rache nehmen. Sei geduldig. Und der große Drache wird siegen, Luffy. Wir werden siegen, Luffy. Und sie zu Staub zermalmen. Vater, voller Demut beuge ich das Haupt vor eurer Weisheit und danke euch für eure unendliche Liebe. Möge der große Long Wang uns zum Sieg verhelfen. Das wird er, meine Tochter. Bei meinem Leben, bei meiner Seele. Das wird er. Als wir in die Baker Street zurückkehrten, regnete es Hunde und Katzen. Und selbst der kurze Weg von der Droschke zur Haustür und in unsere Gemächer im ersten Stock reichte aus, um uns völlig zu durchnässen. Holmes entledigte sich sofort seiner Oberbekleidung und verschwand in seinem Schlafzimmer, um sich zu trocknen und frisch zu machen. Ich tat dasselbe. Als wir beide fast gleichzeitig in bequeme Hausmäntel gehüllt wieder in unser Wohnzimmer zurückkehrten, nieste er kräftig. Dieser fürchterliche Regen. Ich war völlig durchnässt.
Hoffentlich habe ich mich nicht erkältet. Ja, als ob der Himmel uns zürnt, weil wir uns in die Nähe dieses Wang begeben haben, nicht wahr? Aber bei Ihrer eisernen Konstitution, denke ich, dürfte dieser Regenschauer Ihnen nichts angehabt haben. Andererseits hat dieses Wetter auch etwas für sich. Der Regen tut gut und macht die Sinne wieder frisch und frei. In der Tat. Oh. So ein Naturereignis erdet ungemein. Mittlerweile war es spät am Nachmittag. Da wir sicher die Wohnung an diesem Tag nicht mehr verlassen würden, machten wir es uns vor dem Kamin gemütlich. Ich genehmigte mir einen guten alten Scotch, während Holmes sich seine Pfeife stopfte und genüsslich drauf lospaffte. So saßen wir eine Weile schweigend in unseren Ohrensesseln und entspannten. Holmes unterbrach als erster die Stille. Meine äußerst vertrackte Situation, das muss ich sagen, ja. Die in Augenscheinnahme dieses Anwesens in Greenwich hat außer den vorhin erwogenen Erkenntnissen wenig gebracht. Eigentlich müsste man sich dort Tag und Nacht auf die Lauer legen, um eventuelle Kontakte oder Bewegungen zu erfassen. Ja, aber selbst dann würden wir noch gewaltig im Nebel der Ungewissheit stochern, alter Freund. Wäre das nicht eine nette kleine Aufgabe für Ihre Bande von Straßenbettlern? Sie denken an meine Baker Street Spezialeinheit, bester Watson? Gar keine schlechte Idee. Ich werde Wiggins gleich nachher noch eine Nachricht zukommen lassen. Vielleicht finden die Jungs ja tatsächlich etwas von Belang heraus. Aber warnen Sie sie auf alle Fälle vor. Wang wird nicht zögern, die kleinen unschuldigen Kerle um die Ecke zu bringen, wenn er merkt, dass sie ihn ausspionieren. Wenn er damit rechnet, Watson. Wenn er damit rechnet. Aber er ist doch so auf uns beide und die Falle fixiert, die er uns stellen will, dass er auf Kinder, zumal, wie nannten Sie es doch gleich, eine Bande von Bettlerkindern von der Straße, die sich ja schließlich überall herumtreiben und allerortens anzutreffen sind, wohl kaum achten wird. Ja, wenn Sie es so sehen wollen, das könnte in der Tat von Vorteil sein. Darüber hinaus sollten wir noch einmal in die Verkaufsräume der Firma Daimler auf der Pall Mall zurückkehren und uns diesen Wu erneut vornehmen. Denken Sie, dass wir etwas übersehen haben? Das nicht, aber... Aber vielleicht können wir ihn zum Reden bringen. Ich habe nämlich den Verdacht, dass er wesentlich mehr weiß, als er uns heute verraten hat. Ob er von vornherein wusste, wer wir waren? Das ist nicht auszuschließen. Mir erschien auch seine Reaktion, als ich ihm unseren Namen nannte, nicht ehrlich zu sein. Nun gut, es erscheint mir im Moment auch der einzig gangbare Weg zu sein, Wang näher zu kommen. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns verrät, was er weiß. Das werden wir, bester Watson. Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Wir bekommen, was wir wollen. Ganz bestimmt sogar. Am nächsten Vormittag betraten wir erneut das Gebäude der Firma Daimler. Wu eilte uns gleich eilfertig entgegen. Er trug, wie auch bereits am Tag zuvor, seinen tadellos sitzenden Tweedanzug, an dem kein einziges Staubkorn zu entdecken war. Das Drachentattoo schimmerte unter seinem Kragen hervor und für einen Augenblick lang hatte ich den Eindruck, dass der Drache mich böse anfauchte. Doch das war natürlich nur eine Sinnestäuschung, die ich meinen Nerven zuschrieb, die wohl doch ein wenig überreizt waren. Wu erkannte uns wieder und begrüßte uns freundlich. Ah, die Herren sind schon wieder da? So schnell? Na, dann werden wir uns wohl heute handelseinig, will ich meinen. Mit Sicherheit, Mr. Wu. Wir würden uns gerne noch einmal den roten Wagen von gestern ansehen.
Mein Freund hier denkt darüber nach, sich auch so ein Gefährt anzuschaffen, wissen Sie, und wäre an dem Gebrauchten interessiert. Ich würde dann einen Neuwagen bestellen. Wu sah uns ein wenig betreten an. Nun, meine Herren, da werde ich Sie leider enttäuschen müssen. Enttäuschen? Wie darf ich das verstehen? Ich ließ mich gern auf das Spiel ein, das Holmes da begonnen hatte. Ich vermochte sogar, ein sehr enttäuschtes Gesicht zu machen, was angesichts der Äußerung des Chinesen wohl auch keine große Kunst war. Sehen Sie selbst, meine Herren. Wu schob uns in die Ausstellung. Und dann sahen wir es. Dort, wo gestern noch der rote Daimler gestanden hatte, parkte nun ein gelbes Vehikel. Wu breitete präsentierend die Arme aus. Dies ist ein Peugeot Typ 3 von 92. Ein französisches Fabrikat, welches natürlich technisch nicht ganz an den roten Daimler herankommen dürfte. Dennoch aber ein sehr gefragtes Modell ist. Jedenfalls zur Zeit. Den kann ich Ihnen gerne anbieten, natürlich zu einem absoluten Sonderpreis, weil Sie es sind, meine Herren. Dabei strahlte er uns erwartungsvoll an. Doch was will ich mit einem Franzosen? Wenn ich ein Automobil erwerbe, dann nur ein deutsches, einen Daimler, versteht sich. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Es kommt sicher alles wieder in Ordnung. Nicht wahr, Mr. Wu? Sagen Sie, wo ist denn der rote Daimler von gestern geblieben? Wurde er etwa, verkauft? Nun geriet der Chinese sichtlich in Verlegenheit. Ja, das war ein Glücksfall für unser Unternehmen, denn der Wagen wurde von seinem Vorbesitzer, genauer von seiner Tochter, zurückgekauft. Und stellen Sie sich vor, die Dame hat dafür den Preis eines Neuwagens bezahlt. Nun, würden Sie uns denn die Adresse der Dame nennen? Vielleicht können wir ja mit ihr noch einmal verhandeln, denn mein Freund hier ist wirklich von diesem Gefährt ungeheuer begeistert. Das war mein Stichwort und ich spielte erneut mit. Ich fuchtelte mit den Händen in der Luft herum, rang nach Atem und erklärte mit größtmöglicher Enttäuschung: Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte dieses Automobil doch so gerne kaufen. Und nun ist es weg. Verkauft. Für immer meinen Händen entrissen. Gerade als ich überlegte, ob ich in meiner Darstellung nicht zu weit gegangen war, sprang Holmes mir bei. Nun, wir wären auch bereit, die volle Summe des Kaufpreises zu bezahlen. Zuzüglich einer Vermittlungsprovision von, sagen wir, 3,5%. Wu lächelte bitter. Ich befürchte, der Wagen ist schon auf dem Weg nach China. Und Adressen unserer Geschäftskunden geben wir nicht heraus. Das tut mir leid. Aber ich will gerne mit der Dame telefonieren. Vielleicht kann ich etwas für Sie erreichen. Bitte entschuldigen Sie mich. Damit entfernte er sich in Richtung des Sekretariats. Telefonieren. Wieder so eine fortschrittliche Technologie. Nur die Ruhe, Watson, nur die Ruhe. Sie haben Ihre Sache prächtig gemacht. Ich denke, er hat entweder keinen Verdacht geschöpft oder... Nun, oder er ist genauestens instruiert. Sie denken also, dass er zu Wangs Drachenbrut gehört? Nun, verwundern würde es mich nicht. Allerdings kann ich das noch nicht mit letzter Gewissheit sagen. Aus einer Tätowierung kann man zwar diesen Schluss ziehen, aber ein Schluss ist eben kein Beweis, alter Freund. Nicht wahr? Manchen reicht so eine Schlussfolgerung, Holmes. Ja, das mag sein. Interessant ist aber trotzdem, dass man hier bereits die Erfindung von Johann Philipp Reis nutzt. Das zeigt, wie fortschrittlich man hier arbeitet. Reis? Der Erfinder des Telefonapparats oder auch Fernsprechers. Ein Deutscher, der diese Methode entwickelt hat, um gesprochene Worte auf elektrischem Wege über weite Entfernungen zu übermitteln. Ja, ich erinnere mich da an einen Artikel in der Times. Erstaunliches Gedächtnis, Watson. Das war 61, da waren wir beide noch Kinder. Aber Sie haben recht. Der erste Satz, der über einen solchen Apparat übermittelt wurde, soll gelautet haben: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Holmes konnte sich ein spöttisches Grinsen nicht verkneifen. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat? Ich sah ihn ungläubig an und verfiel in ein leises Lachen. Köstlich, Holmes. Köstlich. Psst, schnell, komm zurück. Ich rief mich sofort wieder zur Ordnung. Der kleine Chinese kam wieder zurück und breitete schon lamoyant die Arme aus. Also, meine Herren, das Automobil wird zurzeit am Hafen verladen. Der Frachter läuft bereits morgen nach Shanghai aus.
Sie können aber gerne vom Dock aus noch einmal einen Blick auf ihn werfen. Wie lautet der Name des Frachters? Es handelt sich um den Roten Drachen. Ein chinesisches Schiff. Vielleicht ist die Eigentümerin ja vor Ort. Sie hat am Telefon in Aussicht gestellt, dass sie durchaus gegen eine entsprechende Summe bereit ist, über einen Verkauf zu verhandeln. Holmes nickte. Dann werden wir uns umgehend auf den Weg dorthin machen. Ja. Wu verneigte sich. Tun Sie das. Sie können mich gerne, wenn Sie den logistischen Aufwand eines Privatkaufs scheuen, als Händler für die Abwicklung angeben. Ach, das ist sehr freundlich, Mr. Wu. Ach, da ist noch etwas. Das hätte ich fast vergessen. An welchem Pier liegt der Rote Drache? Am allerletzten, Sir. Der seltsame Tonfall des Chinesen ließ mich aufhorchen. Steckte er vielleicht doch mit Wang unter einer Decke? Das alles hier lief viel zu glatt. Mich machte das argwöhnisch. Holmes' Miene war versteinert. Daraus war im Moment nichts abzulesen. Vielen Dank, Mr. Wu. Wu lächelte vieldeutig. Keine Ursache. Bitte geben Sie mir Bescheid, wie es für Sie gelaufen ist. Das werden wir. Und nun müssen wir uns sputen. Wir verließen die Niederlassung zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden und machten uns per Pferdefuhrwerk auf den Weg in Richtung Hafen. In der Troschke diskutierten wir diesen unerwarteten veränderten Sachverhalt, der uns erneut in eine Position der Defensive drängte. Wir mussten wieder einmal reagieren, statt agieren zu können. Also ich weiß nicht, alter Freund, aber irgendetwas gefällt mir an der ganzen Sache nicht. Es stinkt förmlich zum Himmel, wenn ich das einmal so platt ausdrücken darf. Holmes furchte die Stirn. Ja, Bester Watson, in der Tat. Auch wenn ich normalerweise nicht der Freund entsprechender Attitüden bin, so muss ich Ihnen recht geben. Wieso sollte Wang den Wagen zunächst verkaufen und ihn dann kurze Zeit darauf wieder zurückkaufen und nach China überführen wollen? Das ist alles mehr als verdächtig. Ich hob mahnend den Zeigefinger. Vergessen wir nicht, dass uns Wu während unserer beiden Besuche exakt zweimal allein ließ. Einmal, um die Wagenpapiere zu holen, wie er uns glaubhaft versicherte, und vorhin, um mit der Verkäuferin des Wagens, also der uns bereits bekannten Lu Fei, zu telefonieren. Völlig richtig. Er hat sich beide Male rückversichert und unseren Besuch gemeldet. Das würde bedeuten, dass er uns sofort erkannte und dass er mit Wang unter einer Decke steckt. Das Drachentattoo spricht dafür, Watson. Ja. Holmes' Miene verdüsterte sich. Wenn wir also jetzt zum Hafen fahren, dann tun wir genau das, was Wang von uns erwartet. Eben. Holmes beugte sich zur Seite, klopfte mit dem Gehstock gegen die Decke der Droschke und lehnte sich halb aus dem Fenster. Wenden Sie bitte, Sir! Bringen Sie uns in die Baker Street! Wie denn? Was denn? Was ist denn nun los, Holmes? Fahren wir denn nicht mehr zum Hafen? Doch, das tun wir. Allerdings nicht sofort. Wie Sie ebenso treffend bemerkten, erwartet Wang von uns, dass wir jetzt baldmöglichst dort erscheinen. Doch diese Suppe werden wir ihm kräftig versalzen. Da wir keine andere Möglichkeit haben und auf alle Fälle zum Hafen müssen, um unsere Ermittlungen voranzutreiben, ändern wir einfach die Spielregeln. Die Spielregeln ändern? Holmes, ich fürchte, ich verstehe sie nicht.
Na, sehen Sie uns doch einmal an, Watson. Unser jetziges Erscheinungsbild wird nur dafür sorgen, dass wir sofort erkannt und im wahrsten Sinne des Wortes ausgebotet werden, nicht wahr? Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, da haben Sie wohl recht. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Also werden wir auf dem Roten Drachen als Matrosen anheuern. Als Matrosen? Anheuern? Also, Holmes, ich muss schon sagen, Sie verblüffen mich. Sie wollen doch nicht allen Ernstes mit nach Shanghai fahren. Holmes Miene versteinerte. So wie es im Moment aussieht, ist das unsere einzige Chance. Wir werden Wang in seinem Drachennest stellen und ihn und die ganze Brut ausräuchern. Ich erschrak wieder, fing aber auch an, meinen Freund ob solch energischer Entschlossenheit zu bewundern. Oh mein Gott. Nun, wenn Sie es so sehen, dann werde ich Sie natürlich begleiten und Ihnen zur Seite stehen, alter Freund. Als wir in unseren Räumlichkeiten angekommen waren, begannen wir damit, uns auf unser gefährliches Spiel vorzubereiten. Und diese Art der Vorbereitung rief einen der größten Begabungen meines Freundes auf den Plan, die Kostümierung und Verkleidung, womit er schon so manchen Ermittlungserfolg herbeigeführt hatte. Viel Zeit blieb uns nicht. Wir suchten unsere ältesten und abgetragensten Kleidungsstücke heraus, packten das Notwendigste für eine so lange Reise ganz nach Art der Seeleute in zwei alte Jutesäcke, unsere Seesäcke, und präparierten unsere Gesichter mit Kohlenstaub aus dem Kamin und etwas Mehl. Holmes hinterließ noch einige schriftliche Anweisungen für Mrs. Hudson und dann zogen wir los. Wir begaben uns per Droschke, der Kutscher wollte uns zunächst nicht befördern, bis ihm Holmes einen Sovereign in die Hand drückte, in die Nähe des Hafens und legten den letzten Rest des Weges auf die gute alte Art zurück, auf unseren Füßen nämlich. Wir zogen unsere Schiebermützen tief ins Gesicht und Holmes paffte munter an einer kurzen Maiskolbenpfeife, die er sich nach Art der Seeleute in den Mundwinkel hing. Als wir an besagtem Pier anlangten, brach gerade die Dämmerung herein. Vor dem dort vor Anker liegenden chinesischen Frachter stand eine riesige Holzkiste, auf der ein Warnhinweis mit roter Farbe angebracht war, der darauf hinwies, dass es sich bei dem Inhalt um ein Automobil handelte. Die kolossale Kiste hing bereits am Haken eines Verladekrans, der sie in dem Moment anhob, als wir vor dem Schiff anlangten. Wir beobachteten, wie sie auf das Schiff gehoben wurde und dort in den Frachtraum gesenkt und anschließend vertollt wurde. Am Kai standen zwei Männer. Der eine schien der Kapitän, der andere lediglich ein Matrose zu sein, der wild gestikulierend auf den Kapitän einredete. Beide waren offensichtlich Asiaten und redeten in einer Sprache, die wir für Chinesisch hielten, miteinander. Irgendetwas schien den Matrosen sehr aufzubringen. Beide wirkten beunruhigt. Wir näherten uns so unauffällig wie möglich. Was gibt's da zu glotzen, Kerle? Ja, was treibt ihr euch so spät noch hier herum? Wir suchen eine Heuerkamp. Wir waren lang genug an Land, Sir. Wird mal wieder Zeit für eine Prise Seeluft. Na, da habt ihr ja außerordentliches Glück. Wieso? Ist noch was frei auf dem Kahn da? Ei, genau so ist es. Gerade hat mir mein Bootsmat hier mitgeteilt, dass zwei Männer vom Landgang nicht mehr zurückgekommen sind. Oh, ja, das ist bedauerlich, weil wir bereits morgen beim ersten Frührot auslaufen werden. Deswegen sind die Posten ab sofort frei. Und wenn ihr sie haben wollt, dann... Was wären es denn für Posten? Nun, einmal der Smoothie, der Schiffskoch... Und ein Heizer. Wie wär's? Interesse? Ja, was ist mit der Heuer? Den normalen Satz. Und
Wenn ihr gleich unterschreibt, dann spendiere ich persönlich noch jeweils 10 Pfund obendrauf. Der Kapitän musterte uns von oben bis unten. Ja, das hört sich echt gut an. Was meinst du, Johnny? Holmes schlug mir kräftig auf die Schulter. Ich zuckte unwillkürlich zusammen. Wohin geht's denn? Nach Shanghai. China also. Na, das würde mir gefallen. Dir auch. Der Maat blickte mich unverwandt an. Klar, da war ich noch nie. Bin dabei. Gut. Dann willkommen auf dem Roten Drachen. Geht mit dem Maat hier aufs Schiff. Er wird euch alles zeigen. Ich komme später nach und wir machen dann die Verträge fertig, okay? Ei, Sir. Ei, ei. Auf 10er Türstellen! Aye, Captain. Und dann volle Kraft voraus! Was soll ich sagen? Der Rote Drache war ein heruntergekommener Frachter der übelsten Sorte. Ja, man konnte schon von einem Seelenverkäufer sprechen. Aber, und das war Holmes feste Überzeugung, es war die einzige Chance, an Wang heranzukommen und ihm und seiner ganzen Drachenbrut das Handwerk zu legen. Wir wurden in unsere Aufgabe eingewiesen und es dauerte einige Stunden, bis ich Holmes wieder sah. Holmes, also ich muss schon sagen, der Heizer steht Ihnen wirklich gut. Vielen Dank, Watson. Ihre Küchenkünste sind auch nicht von schlechten Eltern. Sagen Sie, wo haben Sie das denn gelernt? Ich legte dankend die Hand auf die Brust. Oh, nun, alter Freund. Während meiner Zeit als Soldat in Afghanistan wurde ich des Öfteren, wenn ich als Arzt gerade nichts zu tun hatte, in die Feldküche abkommandiert. Ah ja, ich verstehe. Holmes Lächeln in dem völlig verrußten, asketischen Gesicht wirkte irgendwie unecht. Ich bin also ohne weiteres in der Lage, auch die Kombüse dieses Dampfers hier zu führen, wie Sie sehen und schmecken können. Zumal wir eigenartigerweise auch nur zu viert sind. Korrekt. Nur der Captain, der Marzi und ich sind an Bord. Bemerkenswert für solch ein Dampfschiff. Ihre Position, Doktor, bringt darüber hinaus den Vorteil mit sich, dass Sie die meiste Zeit allein und Ihr eigener Herr sind. Was wollen Sie mir damit sagen, Holmes? Er sah sich nach allen Seiten um. Dass Sie die Untersuchungen des Schiffes übernehmen müssen, da ich ja an meinen Heizofen gebunden bin. Tja. Ihr ganzer Habitus, wenn ich das so sagen darf. Die mittlerweile fast schwarze Kleidung, das rußige Gesicht, Ihre lange, hagere Gestalt und Ihr stilles Auftreten wirkt, als ob Ihnen diese Rolle auf den Leib geschrieben sei. Und die körperliche Ertüchtigung macht mir, nebenbei bemerkt, ebenfalls nichts aus.
Ein paar Tage danach hatten wir uns bereits an das Leben auf hoher See gewöhnt. Bis auf ein paar Schwielen an den Händen, einem heftigen Muskelkater und einiger durch die Seekrankheit hervorgerufener Magenverstimmungen, die wir mühsam unterdrücken mussten, um uns keine Blöße zu geben, gab es keine Schwierigkeiten. Dann, eines Nachts, wurde ich unsanft aus dem Schlaf gerissen. Draußen tobte ein heftiger Sturm und ich erschrak so sehr, als ich durch heftiges Rütteln geweckt wurde, dass ich aus der Hängematte fiel und hart auf dem Kajütenboden aufprallte. Watson! Steh auf! Nein! Was zum... Hilfe! Holmes' energische Stimme verkündete nichts Gutes. Ich fuhr auf. Holmes, Sie ungehobelte, mich einfach so zu wecken, mich aus der Hängematte zu... Sie sind weg, Watson, alle beide! Ich verstand im ersten Moment nicht, was er mir sagen wollte. Was? Wer ist weg? Ach, der Captain und der Mart! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist das Ihr Ernst? Mein Völliger, kommen Sie! Damit drehte er sich herum. Ich hielt ihn am Arm fest. Aber wie kann das sein? Also gut, die Kurzfassung. Ich wurde aufgrund von Geräuschen an der Außenbordwand wach und schlich mich an Deck, um nachzusehen. Die beiden hatten das Beiboot zu Wasser gelassen und ruderten, als ich hinzukam, schon einige Yards vom Schiff entfernt, auf einen dunklen Schatten zu, der sich weit dahinter zeigte. Ein anderes Schiff? Das steht zu vermuten, ja. Dann müssen wir den Frachter sofort anhalten und wenden, was bei diesem Seegang ein hartes Stück Arbeit werden dürfte. Ach, das habe ich bereits versucht, vergeblich. Vermutlich haben Sie das Ruder und den Antrieb manipuliert. Das bekomme ich eventuell aber wieder hin, Holmes. Ach, beides wurde komplett zerstört, Watson. Dieses Schiff ist absolut manövrierunfähig und fährt mit voller Kraft. Ich erstarrte augenblicklich, denn ich wusste, was das bedeutete. Oh nein. Dann werden wir bei diesem Sturm Schiffbruch erleiden. Wenn wir Pech haben, wird der Drache nicht nur kentern, sondern auseinanderbrechen. Das ist ja die heiße Todesfalle. Elementar, alter Freund. Ach, wir haben Wang einmal mehr unterschätzt. Also das Ende habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt, Holmes. Holmes legte mir die Hand auf die Schulter und sah mir direkt in die Augen. Noch leben wir, Doktor. Noch atmen wir und können etwas tun. So schnell geben wir nicht auf. Nein? Was können wir denn noch tun? Wir werden uns ein Floß bauen, mit dem wir das Schiff verlassen können. Woraus wollen wir es bauen, Holmes? Und wie wollen Sie es bei diesem Seegang über Wasser halten? Die Holzkiste, Watson. Die Holzkiste, in der sich das Automobil befand, wird uns genügend Material bieten. An den Seiten werden wir die luftgefüllten Gummiräder des Automobils so befestigen, dass sie unser Floß an der Wasseroberfläche halten dürften. Boah, eine tollkühne Idee, Holmes. Wenn es gelingt. Es wird gelingen. Kommen Sie! Wir müssen in den Frachtraum! Der Sturm wird immer heftiger! Wir stiegen nach oben, kämpften gegen die orkanartigen Böen an, rutschten über die schwankenden Planken des völlig durchnässten Decks und ließen uns schließlich an einem Tau in den Frachtraum hinab. Dort stand, immer noch fest vertäut, die schwere große Holzkiste, in der sich das Automobil befand. Ich riss eine Axt aus ihrer Halterung an der Wand und ging damit auf die Kiste los. Vorsicht, Watson! Zerstören Sie die Bretter nicht! Sie werden uns das Leben retten! Sie meinen, wir könnten sie zum Floßbau nutzen? Exakt! Also gut! Ich ließ die Axt wieder sinken. Zerschlagen Sie das Schloss des Deckels! Wir müssen die Reifen abmontieren! Ei, Holmes! Dann tat ich, was er verlangte und hob die Axt wieder. Das Schloss fiel krachend zu Boden und wir schlugen den Deckel zurück. Holmes stieg an der Seitenwand hoch und sah hinein. Dann schlug er mit der flachen Hand wütend gegen die Bretterwand. Oh, das darf ja wohl nicht wahr sein! Oh nein, dieser gerissene Hund! Was ist denn? Ach, Wang ist wahrhaft ein ebenbürtiger Gegner, Watson! Wieso? Was ist denn mit dem Automobil? Es ist weg, Watson! Es ist weg! Weg? Ja. Vermutlich war es niemals in dieser Kiste. Wie denn? Was denn? Die Kiste ist leer? Korrekt, alles reine Täuschung, nichts weiter! Ich schlug die zur Faust geballte Linke wütend in die Rechte. Wir sind ordentlich darauf hereingefallen. Ich könnte... Bleiben Sie ruhig, Doktor. Holmes kam nun wieder von der Seitenwand der Kiste herunter. Wir müssen unverzüglich mit dem Bau des Floßes beginnen. Das Schiff schwankt immer stärker. Ich befürchte, es wird bald kentern und auseinanderbrechen. Ich horchte einen Augenblick auf die Schiffsgeräusche, die ich für den Moment ausgeblendet hatte.
Sie haben recht. Die Maschinen laufen auf Hochtouren. Wir sitzen auf einer tickenden Zeitbombe. Na dann, worauf warten wir noch? Nehmen wir die Kiste auseinander! Dann nahm er mir die Axt aus der Hand. In Windeseile machten wir uns an die Arbeit. Wir trennten der Kiste den Boden ab, ließen aber die Seitenwände auf die Höhe von etwa einem Meter stehen, sodass wir eine Art Wanne erhielten, die uns über Wasser halten konnte. Schnell, Watson, die Taue! Wir sinken, das Wasser kommt! In der Tat schwammten nun große Mengen Wasser durch die Ladeluke über uns herein, die den einzigen Zugang zum Frachtraum bildete. Ich riss die Taue von der Wand und warf sie in unser Notfloß. Wir sprangen hinein und banden uns mühsam damit fest. Dann drang immer mehr Wasser in den Frachtraum. Unsere Holzwanne wurde wie eine Nussschale angehoben und schwamm schließlich auf dem Wasser, das mehr und mehr den Frachtraum ausfüllte. Wir wurden durchgeruckelt und durchgeschüttelt. Halten Sie sich fest! Gleich geht es aufwärts! Und er sollte recht behalten. Als der Frachter sank, ging alles ziemlich schnell. In Sekundenbruchteilen füllte sich der Frachtraum mit Wasser, was uns ruckartig nach oben beförderte und uns aus der Ladeluke schnellen ließ. Wir wurden in hohem Bogen auf das Meer hinaus katapultiert. Dabei hielten wir uns krampfhaft am Rand unserer Nussschale fest, die auf den Wellen tanzte und schaukelte. Dann konnten wir zusehen, wie der rote Drache krachend und berstend in der Mitte auseinanderbrach und mit ohrenbetäubendem Lärm in der Tiefe versank. Der Untergang des Schiffes erzeugte einen Riesenbrecher, der auf uns zuraste. Achtung, Watson! Die Welle wird uns ziemlich hart treffen! Ja! Sie ist gewaltig, Holmes! Sie... Machen Sie sich bereit! Jetzt! Sie wird uns... Der Brecher erfasste uns. Eine Naturgewalt, die uns ihre geballte Macht demonstrierte. Ich wurde mit voller Wucht gegen die Seitenwand der ehemaligen Holzkiste geworfen, schlug hart mit dem Kopf auf und... verlor das Bewusstsein. Schönste Blume meines Gartens. Warst du erfolgreich? Ja, das war ich, geliebter Vater. Longquan Holmes und sein Hequan Watson wurden vom roten Drachen besiegt. Er hat sie mit sich in die Untiefen des Meeres gezogen. Dort müssen sie fortan auf ewige Zeiten im Reich der Dunkelheit verweilen und werden niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Eine angemessene Strafe, für wahr. Du hast ihnen die Ehre eines qualvollen und schmerzhaften Eingangs ins Reich der Finsternis erwiesen. Eines solchen Gegners würdig, der sich nur allzu leicht blenden ließ. Am Ende haben wir doch noch triumphiert. Eine würdige Rache für das, was sie dir, geliebte Lufey, angetan haben. Ihre Seelen sollen verdammt sein, bis in alle Ewigkeit. Ihr Name soll ausgelöscht werden aus der Erinnerung der Menschheit. Dies sei dein Verdienst, geliebte Tochter. Ich danke dir. Nein, Dank gebührt einzig und allein euch, verehrtester, geliebtester, gütigster Vater. Ohne eure wunderbaren Ratschläge, eure Weisheit, eure Unterstützung hätte ich dies niemals vollbringen können. Also danke, tausendmal. Ist der Tod nicht schön, John? Ich fühlte Hände auf mir, die mich abtasteten. Oscar, Sie? Was reden Sie da? Ist es nicht wundervoll, in der weichen, braunen Erde zu liegen, John?
über sich das Gras wachsen zu hören und der Stille zu lauschen. Jemand entkleidete mich. Es ist aber alles weiß, Wild. Weiß und hell, nicht braun und dunkel. Und still ist es erst recht nicht. Ich höre das Meer, die Wellen, den Dampf, der den Kesseln entweicht. Ist es nicht erstrebenswert, kein Gestern und kein Morgen zu haben, die Zeit zu vergessen, dem Leben zu vergeben und in Frieden zu ruhen? Ich fühlte warme, feuchte Waschlappen, die meinen Körper abrieben. Frieden? Ja. Ruhen. Ja. Schlafen in diesen herrlichen, frischen, weißen Laken. Schlafen. Ruhen. Ewig. Watson, kommen Sie. Watson, kommen Sie zu sich, alter Freund. Oscar, wieso kriegen Sie wie... Holmes! Ich fuhr auf und rang nach Luft. Zwei Hände packten mich an den Schultern und drängten mich sanft zurück. Widerwillig ließ ich es geschehen. Mühsam öffnete ich die Augen. Ein Bett, frisch bezogen mit herrlich duftenden weißen Laken. Und ich lag darin. Holmes saß zu meiner Rechten auf einem Stuhl und sah mich unverwandt an. Er lächelte und sein Auge wurde feucht. Ach, ich dachte schon, ich hätte Sie verloren, alter Freund. Er trug frische Kleidung, hatte sich augenscheinlich gewaschen und gereinigt. Und dasselbe hatte man wohl auch mit mir angestellt. Holmes, bin ich im Himmel? Im Himmel? Mitnichten, alter Freund. Wir befinden uns auf der Willamore, einem großen Passagierschiff, welches sich auf dem Rückweg von New York nach Dover befindet. Kurz nachdem Sie sich den Kopf angeschlagen hatten und ohnmächtig wurden... Zum zweiten Mal in meinem Leben. Doch Holmes ließ sich nicht beirren. Ja, also kurz danach hat man uns aus unserer Nussschale gerettet und aus dem Meer gefischt. Wir haben unglaubliches Glück gehabt, dass die Willamore gerade in der Nähe war. Ein Indiz dafür, dass sich der rote Drache doch recht nah an den offiziellen Schifffahrtsrouten hielt. Ich stützte mich mühsam auf die Ellenbogen auf. Ja, es war schon unheimlich raffiniert, uns auf diese Art und Weise aus dem Weg räumen zu wollen. Fast hätte es funktioniert. Ja, ja, alter Freund, einen gewissen Respekt nötigt mir Art und Ausführung dieses teuflischen Plans schon ab. Das muss ich zugeben. Da hat sich Wang enorm viel Mühe gegeben. Na, das kann man wohl sagen. Und was tun wir jetzt? Nun, wir kehren erst einmal nach England und dann nach London zurück. Wir sollten aber kein großes Aufhebens davon machen. Sie meinen, wenn wir schon einmal tot sind, dann... Dann hat das gewisse Vorteile, alter Freund. Sie wissen ja, dass ich diesen Trick bei Moriarty bereits schon einmal anwendete. Nur, dass Sie es damals um einiges kontrollierter taten. Sagen wir so, es gibt gewisse Parallelen. Gut, die Presse darf also schon einmal keinen Wind davon bekommen. Richtig. Aus diesem Grund habe ich dem Kapitän der Willamore auch nicht unsere richtigen Namen verraten. Wir gelten als zwei Schiffbrüchige, die man aus dem Meer gerettet hat. Verstehe. Wang wird sich jetzt, wo er uns vermeintlich geschlagen hat, sehr sicher fühlen. Und wer sich sicher fühlt, macht Fehler. Und dann schlagen wir zu. In Dover gingen wir, nachdem wir uns noch einmal ausgiebig für unsere Rettung bedankt hatten, von Bord und kehrten mit der Bahn nach London zurück.
Wir trugen immer noch die abgetragene Kleidung, in der wir auf dem Roten Drachen angeheuert hatten, wenngleich sie auch gereinigt worden war. In London angekommen, begaben wir uns auf direktem Weg zu Scotland Yard, ohne zunächst unser Apartment in der Baker Street aufzusuchen. Und so sprachen Heizer Holmes und Smoothie Watson bei Oberinspektor Lestrade vor, der uns zunächst einmal gar nicht empfangen wollte, da er uns nicht erkannte. Da rebellierten Holmes und ich im Korridor so lautstark, dass der Oberinspektor wutentbrannt aus seinem Büro gestürzt kam, um für Ruhe zu sorgen. Er erkannte uns mit Bestürzung an unseren Stimmen. Schnell führte er uns in sein Büro. Mr. Holmes, Dr. Watson, da sind Sie ja wieder. Der gesamte Londoner Polizeiapparat sucht Sie bereits. Dann hat Mrs. Hudson Sie informiert, Lestrade. Sofort, nachdem sie Ihre Nachricht gelesen hatte, meine Herren. Aber erzählen Sie, was ist geschehen? Was soll dieser Aufzug, in dem Sie hier erscheinen? Dann hören Sie uns jetzt einmal sehr genau zu. Holmes berichtete in knappen Worten, aber in aller notwendigen Ausführlichkeit, was uns zugestoßen war und wie wir auf so wunderbare Art und Weise gerettet worden waren. Lestrade war über die Maßen erstaunt. Er öffnete immer wieder den Mund, setzte an, um etwas zu sagen, hörte dann aber doch bis zum Ende dem Bericht meines Freundes zu. Sie hätten mich im Vorfeld über Ihr Vorhaben informieren müssen. Das hätte leicht ins Auge gehen können. Stellen Sie sich vor, Sie wären tatsächlich ums Leben gekommen. Das ist doch der Clou, Lestrade. Sehen Sie, für Wang sind wir tot. Und solange er das auch glaubt, werden wir ihn auch zu fassen bekommen. Und ich meine endgültig. Der Oberinspektor sah den Meisterdetektiv ungläubig an. Aha. Na, auf den Plan bin ich gespannt. Wie stellen Sie sich das vor? Holmes lehnte sich zurück und breitete kühl seinen Plan vor dem Polizisten aus. Verbreiten Sie die Nachricht, wir wären bei einer Seereise ums Leben gekommen. Unsere Leichen seien leider nicht mehr zu bergen gewesen. Aber auf eine Trauerfeier wolle man auf gar keinen Fall verzichten. Erwähnen Sie ruhig die großen Verdienste, die sich Sherlock Holmes um die Kriminologie erworben hat und seine großen Erfolge als beratender Detektiv. Immerhin wurde es höchste Zeit, dass dies einmal jemand tat. Lestrade schüttelte missbilligend den Kopf. Er glaubte wohl nicht an einen Erfolg. Ich soll also eine fiktive Trauerzeremonie mit anschließender Beisetzung inszenieren, um diesen Schwerkriminellen aus seinem Loch zu locken? Exakt, Freund Lestrade. Mit Speck fängt man Mäuse. Und in diesem Fall sind wir beide der Speck für die Maus. One Maus? Lestrade zog argwöhnisch die Augenbrauen in die Höhe. Doktor, mir scheint er eher eine riesige Ratte zu sein, eine Killerratte, wenn Sie so wollen. Auch gut. Und für solch eine Riesenratte muss eben die Falle entsprechend groß sein. Vater, habt ihr noch einen weiteren Wunsch an mich? Ja, ich las in der Times, dass man für diese beiden Helden der Kriminologie ein Requiem plant, obwohl sie ja im tiefsten Ozean ihre wohlverdiente Ruhe gefunden haben. Es soll wohl eine Beisetzungszeremonie ohne ihre toten Körper abgehalten werden, zum Gedenken an ihre kriminalistischen Verdienste. Ein gewisser Oberinspektor G. Lestrade von Scotland Yard hat darauf gedrungen, dies zu Ehren der beiden durchführen zu dürfen. Ein Schauspiel, aber ach, ein Schauspiel nur. Das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und du, mein liebes Kind, wirst mich zur Belohnung und Wiedergutmachung begleiten. Bereite alles Nötige vor. Natürlich, geliebter Vater. Euer Wille sei mir Befehl. Ihn auszuführen eine Wonne. Ich werde alles Nötige veranlassen. Mögen die Wogen des blauen Himmels dich tragen und beschützen, meine geliebte Tochter. Mein Augenstern, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin dieses Dankes nicht würdig, Vater. Thank you.
Unser Plan wurde genau so, wie Holmes es vorherbestimmt hatte, ausgeführt. Lestrade informierte den Commissioner und erhielt grünes Licht. Der Commissioner wiederum ließ seine Beziehungen spielen und so konnte mit Unterstützung von Mycroft Holmes letztlich kein geringerer als Frederick Temple, der Inhaber des Stuhls des heiligen Augustinus, für die Trauerrede gewonnen werden. Stattfinden sollte das Ganze in der alten St. Pancras-Kirche draußen in Ipswich, die zu den schönsten englischen Kirchen zählt. Zudem eignete sich ihre relativ freie Lage im Grünen ideal für eine Observation. Wie man mir später berichtete, war die Trauerfeier eine äußerst bewegende. Holmes und meine Wenigkeit befanden uns während der Zeremonie nicht unter den Trauergästen. Wir saßen hinter der Kirche auf dem Bock des gelben Peugeot Typ 3, den wir uns für eine Probefahrt ausgeliehen hatten, um uns, so hatten wir es vorgegeben, darüber einig zu werden, ob wir ihn erwerben wollten. Merkwürdigerweise hatte uns nicht Wu bedient, als wir dazu wieder das Gebäude der Firma Daimler betreten hatten, sondern ein relativ steifer Engländer, der uns noch nie zuvor gesehen hatte und uns prompt die Probefahrt ermöglichte. Wir hatten das Gefährt so abgestellt, dass wir gerade so den Eingangsbereich der Kirche überwachen konnten. Holmes beobachtete alles durch ein Fernrohr. Der Musik nach zu urteilen, ist die Trauerfeier zu Ende. Aber nein. Bis jetzt ist noch nichts zu sehen. Er wird bis ganz zum Ende warten, um uns noch ein letztes Mal zu demütigen, Holmes. Was erwarten Sie? Etwa, dass er offen agiert? Nun ja, jemandem wie ihm wäre es zuzutrauen, dass er mit Gewehrsalven die leeren Särge zerstört und damit... Achtung! Man bringt sie heraus! In der Tat öffnete sich die Tür der Kirche und eine Prozession verließ das Gotteshaus, der die Särge vorangetragen wurden. Direkt dahinter kam der Priester, zwei Helfer und dann die versammelte Trauergemeinde. Wir werden ganz schön viel zu erklären haben, wenn das hier alles vorbei ist, Holmes. Ich konnte den Zynismus in meiner Stimme kaum unterdrücken. Es gibt nichts, was eine entsprechend formulierte Pressemitteilung nicht gerade bietet. Er hielt inne und richtete sein Fernrohr neu aus. Es drang ein Knattern und Rattern an unser Ohr, in das sich die charakteristischen kleinen Explosionen mischten, die von den typischen Fehlzündungen eines Automobils herrührten. Und dann sahen wir es. Von der anderen Seite schob sich ein solches Gefährt mit geschlossenem Chassis und nach vorn geklapptem Verdeck langsam um die Ecke. Es war blutrot. Da ist ja der Daimler, der angeblich nach China verschifft worden ist. Exakt, Watson. Und sehen Sie, dass er Schlagseite hat? Oh ja, auf der rechten Seite muss sich etwas sehr Schweres befinden. Kombiniere Wang. Können Sie etwas erkennen? Ja, er trägt eine Sonnenbrille und eine Melone. Der Fahrer auf der linken Seite erscheint mir eher schmächtig und klein. Ist es Wu? Ach, das kann ich nicht erkennen. Auf der Rückbank sitzt allerdings eine Frau. Das ist eindeutig an der Haartracht zu erkennen. Na, worauf warten wir noch? Schnappen wir uns den Boliden! Worauf Sie sich verlassen können. Holmes hatte den Motor auf niedrigster Stufe laufen lassen, um ihn nicht neu starten zu müssen. Jetzt löste er die Handbremse und wir fuhren direkt auf den roten Daimler zu. Der gegnerische Fahrer sah uns, reagierte sofort, fuhr eine Kurve und raste davon. Wir nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Die entgeisterten Blicke der Trauergäste und des Zelebranten verfolgten. Himmel nochmal, Holmes, jetzt geben Sie schon endlich Gas! Eile mit Weile, bester Watson. Ich muss mich erst an dieses Wunderwerk der Technik gewöhnen. Frederick Ernst Charles Byron, der 10. Baron Byron, dem dieser Peugeot jetzt gehört, konnte mir lediglich 3 Fahrstunden geben. Oh Gott, wenn das mal ausreichend gewesen ist. Die fahren uns da vorne doch glatt davon. Ich werde dieses Höllengefährt schon meistern, keine Sorge, Watson. Eben fuhren wir fast 49 Meilen in der Stunde. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet ich Ihnen das mal sagen muss, Holmes. Aber konzentrieren Sie sich auf unsere Aufgabe. Verlieren Sie Dr. Wang nicht aus den Augen. Ja, ich sehe ihn. Da vorn fährt der rote Daimler. Der entwischt mir nicht. Ja, zeigen Sie es ihm. Das macht Spaß, einen Riesenspaß. Mir ist speiübel, Holmes. Aber fahren Sie um Himmels Willen nicht langsamer. Wir müssen ihn doch bekommen. Hören Sie, wir müssen. So rauschten wir mit Höchstgeschwindigkeit hinter dem roten Daimler her, der in Richtung zum Meer hin zu entkommen trachtete. Plötzlich sah ich, wie sich eine Hand mit einer Pistole aus dem Automobil vor uns schob und den Lauf auf uns richtete. Kurz darauf flogen uns die Geschosse nur so um die Köpfe. Holmes begann, Schlangenlinien zu fahren. Schlangenlinien? Unglaublich! Waren chinesische Drachen nicht auch entartete Schlangen?
Mir ging langsam aber sicher die Hutschnur hoch. Ich zückte meine alte Webley, nahm mich zusammen, versuchte mich bei dem Geruckel möglichst ruhig zu halten und zielte mit beiden Händen auf die Reifen des Flüchtenden. Was du kannst, mein dicker chinesischer Freund, das kann ich schon lange. Da vorne ist die Steilküste, Watts. Himmel, Korn, ran. Ich schoss. Der erste Schuss ging natürlich daneben. Aber ich hatte ja noch vier weitere. Ich zielte und schoss erneut. Der rote Daimler versuchte, ähnlich wie wir, durch lange Linien dem Beschuss zu entgehen. Schuss 3 und 4 gingen ebenfalls daneben. Ich hatte jetzt nur noch eine Kugel im Lauf. Ich musste... Treffer! Die fünfte und letzte Kugel traf einen der Reifen. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse, überschlug sich und stürzte krachend den steilen Abhang hinab, wo es auf den Lippen schellte und danach augenblicklich mehr als... Yes, wir haben ihn, Watson! Volltreffer! Was für ein Schuss! Auge um Auge! Zahn um Zahn. Doch dann erschrak ich, als ich erkannte, in welcher Gefahr wir uns befanden. Oh, Gottes Willen, Holmes, passen Sie doch auf. Sie steuern uns ja noch ins Verderben. Dieses Höllengefährt ist nicht zu unterschätzen. Und vor allem ist es unglaublich laut. Holmes gluckste vor Vergnügen. Er war wie im Rausch. Was sagen Sie, Watson? Ich kann Sie nicht verstehen. Der Motor. 48, nein, jetzt 49 Meilen in der Stunde. Oh, das ist der helle Wahnsinn. Vorsicht, Holmes. Mäßigen Sie sich und halten Sie endlich das verdammte Ding an, sonst stürzen wir dem Chinesen noch hinterher. Achtung, gleich sind wir über den Rand hinaus. Holmes riss die Handbremse nach hinten und trat gleichzeitig auf das Fußpedal. Der Wagen kam augenblicklich zum Stehen und das keinen Augenblick zu spät. Er hatte bei der Vollbremsung den Motor glatt abgewürgt. Nun war es still. Totenstill. In der Tiefe schwoll die Meeresbrandung zu uns herauf. Haben Sie etwa Angst gehabt, bester Watson? Sie wissen doch, Angst essen Seele auf. Pah, ich und Angst. Ich habe als Soldat in Afghanistan gekämpft. Im Krieg, Holmes. Wovor soll ich also bitte noch Angst haben? So, so. Werfen Sie lieber den Motor wieder an und zeigen Sie mal, welche Muskelkraft Sie sich auf dem roten Drachen aneignen konnten. Und dann fahren Sie zurück. Aber gemächlich. Sehr gemächlich, alter Freund. Schließlich wollen wir nachher in der Baker Street unseren Erfolg noch gebührend feiern. Und merken Sie sich ein für allemal, das Gute siegt zuletzt immer. Oh, ist das Shakespeare? Nein, Watson ist das. John H. Watson. Ja, genau. John H. Holmes stieg lachend aus dem Wagen, holte die Stange aus dem hinteren Teil, mit dem er schon bald den Motor wieder ans Laufen brachte. Er stellte sich dabei nicht ungeschickt an, das musste man ihm lassen. Dann stieg er wieder ein, wendete den Wagen vorsichtig und fuhr gemütlich wieder zurück. Während ich meine Webley wieder in meinem Jackett verstaute, summte er vor sich hin und zitierte einen Satz auf Deutsch, der mich aufhorchen ließ. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Sie zitieren etwas auf Deutsch? Sehr ungewöhnlich. Von wem ist das jetzt bitte? Es stammt aus einem Versepos des deutschen Dichters Wilhelm Busch, bester Satz, aus... Die fromme Helene von 72. Busch, William, William Busch. Wilhelm, bester Watson, nicht William. Ein Deutscher also. Sagen Sie, wollte der nicht nach Amerika und Präsident werden? Jetzt hören Sie auf, Watson. Hören Sie auf, es reicht.
Sie hörten Die Drachenbrut des Dr. Wang. Ein ganz spezielles Sherlock Holmes Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John H. Watson. Es sprachen Sherlock Holmes, Gerd Haas, John H. Watson, Peter Weyand, Dr. Wang, Charles Herrich, Lu Fei, Lisa Cardinale, Wu, Nils Klüber, Kapitän, Barney Söhne, Matrose, Matthias Heil, Lestrade, Charles Herrich, Oscar Wilde, Lars Bühring, Kutscher, Werner Wilkening, Ansage, Gerd Haas, Creative Consultant, Thomas A. Herrich, Idee und Story, Karl-Heinz Herrich, Sound Design Mischung und Master, Gerd Haas, Musikkomponist und Interpret, Charles Herrich, Titelillustration, Eckhard Schneider, Hörspieldrehbuch, Regie und Schnitt, Peter Weyand. Das vorliegende Hörspiel ist die dritte Sonderedition von Puzzle Cat Entertainment nach einem Skript von Karl-Heinz Herrich alias Charles Herrich. Sie setzt die Handlungsfäden aus Die Weihnachtsbombe, Lavonas Verwandlung, Im Exil, Das dunkle Spiegelbild, Der Bruder und Das Syndikat des Dr. Wang unmittelbar fort und unterliegt dem Copyright des Autors und von Puzzle Cat Entertainment. Alle in diesem Hörspiel geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Eine Produktion von Puzzle Cat Entertainment 2021.